So, Hallihallöchen, Hansenpitte hier. Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir machen den Hexerauftrag Das Herz des Waldes. Was, geh nicht in den Wald? Doch klar, Mann, wir gehen in den Wald. Wir haben ihn erzürnt, Sven. Der Waldgeist sinnt nach Rache. Oh. Mit diesem Opfer sagt er uns, dass wir von den alten Wegen abgekommen sind. Ihn erzürnt? Dieses Monster hat schon 5 Menschen getötet. Es kümmert sich einen Dreck um Wege, Pfade oder dich oder mich. Es ist ein verficktes Monster aus dem verfickten Wald. Sven weiß, was abgeht. Sein Brustkorb ist in zwei gerissen. Einen starken Geist habt ihr da. Ist das so? Und wer bist du? Nur so ein Passant. Jemand, der Probleme löst. Nee, Geralt, ein Hexer. Geralt, ich bin ein Hexer. Ein Auftragsmörder? Was willst du hier? Es gab einen Auftrag. Ich habe deine Notiz gesehen. Welche Notiz? In diesem Dorf leben nur anständige Menschen. Hier gibt es keine Arbeit für dich. Bist du sicher? Das war ein Monster. Aggressiv und unglaublich stark. Ich kann euch helfen. Gegen Bezahlung. Ich mag diesen Mann. Geh deinem Geschäft nach, Hexer. Ich glaube, wir werden uns einig. Na, das hoffe ich doch. Sonst muss ich das ganze Dorf abschlachten. Das wie sehen die Körper denn aus? Vögel haben seine Eingeweide rausgepickt. Und hier sind Bissspuren von einem großen Hund, einem Wolf vielleicht. Alles Feiglinge. Nur wahren Kriegern mit dem Herzen eines Raubtiers gewährt der Geist einen ehrbaren Tod. Okay. Das hat die Frage nicht beantwortet, aber okay. Wer oder was ist dieser Waldgeist? Ich sag dir, was er nicht ist. Deine Angelegenheit. Ein gewöhnliches Biest. Tötet jeden Mann, der in sein Territorium eindringt. Das war ja eine ausführliche Beschreibung. Wie sieht der Geist aus? Hat ihn schon mal jemand mit eigenen Augen gesehen? Keiner, der noch lebt. Toll. Ihr seid wirklich sehr hilfreich. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es ein Waldschrat ist. Du sagtest, die Kreatur will sich rächen. Warum? Wofür? Unsere Ahnen jagten mit Speer und Messer. Das gefiel dem Waldgeist. Er ließ uns in Frieden. Wir kannten keinen Hunger. Damals hat auch er getötet. Er hat immer getötet. Wie viele sind schon bei dem Versuch gestorben, Jäger zu werden? Als unsere Jäger im Krieg gestorben sind, ist das Biest noch blutrünstiger geworden. Wir sind an Kretz. Andere bezahlen mit Gold, wir bezahlen mit unserem Blut. Durch blinde Dummköpfe wie dir sind wir Sklaven unserer Furcht geworden. Diese Wälder gehören uns. Zeit, dieses Biest zu erledigen. Oh ja, wahre Worte. So, Schluss jetzt. Ich habe genug gehört. Ihr habt ein Monsterproblem, das steht fest. Aber wollt ihr es auch gelöst haben? Oh, sicher wollen wir das. Komm mit zu mir. Wir handeln für das Biest ein faires Kopfgeld aus. Unser kurzes Gespräch und ein Blick auf die Leiche reicht nicht aus. Ich muss mich weiter umsehen und herausfinden, mit wem ich es hier zu tun habe. Kein Grund zur Hektik, Schlechter. Es ist noch nicht zu spät, um zu den alten Wegen zurückzukehren. Ich entscheide, was getan wird. Aber sammle schon mal Geld, nur für den Fall. Ich glaube, der Typ mag uns nicht. Harald mag uns nicht so. Ja, Waldschrate, die haben es auch schon gesagt. Wobei, wäre das da nicht zu offensichtlich? Aber die Wurzeln sprechen für Waldschrate. Hier ist eine Spur. Ich bin gespannt, wohin sie führt. Moment, Spur und Leiche. Dünne und tiefe Schnitte, wie bei einem Rasiermesser. Das spricht doch jetzt gegen Waldschrate, oder? Oder haben die irgendwie so eine... So. Ja. Also es mit den Wurzeln spricht für die Waldschrate, auch dass jetzt zum Beispiel Vögel die Eingeweide rausgepickt haben, weil die kontrollieren ja Krähen. Krähen sind ja auch Vögel. Was soll ich jetzt hier Spuren untersuchen? Er muss ja trotzdem weiter nach... Ah! Zerschmetterte Knochen. Da steckt viel Kraft dahinter. Sinnlos, die Schläge zu parieren. Okay, da sind schon mal die Wölfe. Und das war schon mal richtig von Geralt kombiniert. So. Warte, da steht... Ah, nochmal einer. Die Steine hier stehen so obvious da. Ich wette, hier gibt es gleich einen schönen Endkampf. Untersuchen. Hat seine Klauen geschärft oder nur sein Territorium markiert. Ja, hier sind die ein Waldschrat.
Männlich. Sehr alt. Verdammt. Ja. Hat wahrscheinlich einen der Dörfler markiert. Also wirklich Waldschrat. Warte, wir sollen das Bestiarium lesen. Wir wissen doch schon, was wir mit dem Waldschrat machen müssen. Wir haben ja schon mal einen gekillt. Waldschrat. Gott, wohin? Geist des Waldes. Igni hilft. Und Waldschrat. Genau. Sprich mit Harald oder mit Sven über den Waldschrat. Wir sprechen mit Sven auf jeden Fall. Sven ist mir sympathischer. Weil er will uns auch bezahlen. Das macht eine Menge Sympathiepunkte aus. So, wir reden erst mit Swenny Boy. Ich hab dich im Blick. Hui. Gott, wo? Da hinten. Oh Gott, okay. Du hast dich nur für mich schick gemacht, Hilde? Vielleicht für dich. Vielleicht auch für jemand anderen. Komm später zu mir. Ich bin zu Hause. Du hast keinen Respekt vor unseren Bräuchen. Und diese Hexe Yennefer auch nicht. Scheiße, es hat sich umgesprochen, dass wir jetzt auch drin schuld sind. So, ich bin Sven, zurück in den Wald gegangen und habe mir die Spuren angesehen. Der Geist weiß, wie man Eindringlinge beeindruckt. Sagte ich doch. Er liebt es zu töten. Ich bin mir fast sicher, dass wir es mit einem alten Waldschrat zu tun haben. Ein gewöhnliches Biest also. Wusste ich's doch. Ja, nicht ganz gewöhnlich. Nicht ganz so gewöhnlich. Solche Monster sind eine große Bedrohung für das Dorf. Und für mich, falls ihr mich anheuern wollt. Oh, keine Sorge. Wir haben das Gold. Es gibt nur ein kleines Problem. Der Waldschrat hat einen von euch markiert. Solange diese Person in der Nähe seines Gebietes lebt, kann man das Biest nicht gänzlich vernichten. Er wird früher oder später wiedergeboren werden. Es muss ein Ältester sein. Harald, da bin ich mir sicher. Worte reichen nicht aus. Ich muss die Markierung selbst finden. Die Menschen werden dir nicht glauben. Sie werden keinem Fremden glauben, der einen der ihren beschuldigt. Aber finde den Markierten. Dann erledige ich den Rest. Ich muss meine Sinne einsetzen und herausfinden, wen der Geist des Waldes markiert hat. Okay, was macht die Markierung aus? Habe ich das jetzt gerade überlesen? Geist des Waldes. So, okay, markieren. Das bedeutet, dass Monster einem Einwohner von jetzt im Dorf seine Essenz eingegeben hatte. Solange diese unglückliche Seele am Leben und in der Nähe des Dorfes blieb, würde Waldschrat immer wieder neu erstehen. Doch auch wenn der markierte Tod war, würde es noch schwierig sein, dem Waldschrat beizukommen. Das Monster genoss den Gehorsam der Waldbewohner. Er konnte Wölfe, Raben und sogar die Bäume selbst Hilfe rufen. Ja. Also auch hier, ne? Okay, es ist ein steinalter Waldschrat, das macht ihn so gefährlich. So, schauen wir mal, ob es Harald ist, der so irgendwie... Kommt Sven heute vorbei? Rumtreiber. Hä? Der Waldschrat hat das Mädchen gewählt. Verdammt. Hilda? Oh, verdammt. Ja. Bleibst du lange? Ah, hier heißt sie Hilda, aber in der Questbeschreibung heißt sie Hilde. Alles klar. Ich will mal schauen, was passiert, wenn wir jetzt mit ihm sprechen. Was, noch eine Leiche? Er hatte nicht viele Freunde, oder? Die Menschen wollen heute nichts mehr von dieser Art des Sterbens wissen. Doch früher. Ich erinnere mich. Ich war noch ein kleiner Bursche. Lugos Hasenschnauze führte einen Raubzug auf unser Dorf an. Ich fand nichts als Stille und Staub. Mein Papa und mein Onkel haben sich hinter den Bäumen versteckt, habe sie kaum entdeckt. Ich weiß noch, wie sie einen Krieger nach dem anderen niedergemetzelt haben. Und als sie dann Hasenschnauz umzingelt hatten, er hätte in dem Moment wohl lieber den Waldgeist erblickt. Euer Geist ist ein sehr alter Waldschrat. Er ist gefährlich, aber ich sollte mit ihm klarkommen. Du willst ihn töten? Er hat uns zu unbesiegbaren, starken Kriegern gemacht. 5 Tote. Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Der Waldgeist ist ein Monster. Er ist genauso verwundbar wie du und ich. Er ist viel mehr.
Dank ihm wurde der Wald zu einem riesigen Jagdgebiet. Und unsere Frauen gebären starke Babys. Die Macht des Waldgeistes hat uns zu den besten Jägern der Inseln gemacht. Das ist wahr. Nicht jeder Bursche, der hinausgeht, um ein Jäger zu werden, überlebt das heilige Ritual. Aber müssen Hexer nicht ähnliche Opfer bringen? Okay, haben wir einen anderen Weg? Beim Baum sagtest du, dass du noch eine andere Möglichkeit kennst, den Waldschrat aufzuhalten. Wir müssen zum alten Pfad zurückkehren, zurück zu den alten Wegen. Die Wälder mit Speer und Messer durchstreifen und auf faire Weise unsere Tapferkeit beweisen. Das wird ihn besänftigen. Unsere Ahnen haben den Bündnisstein im Wald errichtet und darauf Opfergaben von edlen Tieren dargebracht. So haben sie einen Pakt abgeschlossen. Mach es genauso. Geh entlang des Baches nach Süden. Unterzieh dich der Prüfung, indem du Wolfsherzen an der heiligen Stelle verbrennst. Am besten töte ich einfach nur den Waldschrat. Ich probiere deine Methode. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe mich noch nicht entschieden. Wenn du versuchst, den Waldgeist zu töten, wirst du Unheil über uns bringen. Gib mir Zeit, wir haben halt leider keine Garantie, dass seine Methode funktioniert. Aber ich würde halt auch ungern Hilde opfern. Du willst also herausfinden, wer sich mit dem Biest verbunden hat? Es war keine Absicht. Der Markierte hat keine Ahnung davon. Du kennst diese Ältesten nicht so gut wie ich. Jeder dieser Sonderlinge würde seine eigene Mutter verkaufen, um das Monster zufriedenzustellen. Kein Grund, drum herumzureden. Du sagtest selbst, dass der Helfer des Biestes zuerst sterben muss. Okay, ihr könnt ihn verbannen. Niemand muss sterben. Der Markierte muss das Dorf verlassen, das reicht aus. Wenn er nicht zurückkehrt, wird der Waldschrat nie mehr wiedergeboren. Habt ihr gehört, was der Hexer gesagt hat? Wir müssen die Ältesten verbannen, dann herrscht für immer Frieden. Ja, es ist halt keiner der Ältesten. Es ist keiner der Ältesten. Wer dann? Die Frau, mit der du geredet hast. Wir müssen sie verbannen, das hast du selbst gesagt. Oh. Aber sie ist eine von uns. Es ist zum Wohle des Dorfes, Sven. No. Verjagt sie. Sagt ihr, dass sie nicht zurückkehren darf. Niemals. Du gehst nicht mit ihr? Du gehst nicht mit ihr? Komisch. Ich dachte, du hättest was für sie übrig. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ich musste tun, was ich tun musste. Jetzt bist du an der Reihe. Gut. Wir töten einen Waldschrat. Zerstöre die Totems. Gehe zum Altar. Das wär's jetzt, die TUS verbannen, aber trotzdem zum Altar gehen. Beginnt das Revier des Waldschrans. Ich muss erst alle Totems zerstören, bevor ich das Biest finden kann. Gut. Das machen wir auch. Ah, da, die drei. Da. Warte, ich griffste mir schon mal Igni hier vorbereitend aus. Hier sind ein paar Krähen. Dann hau mal. Achso, Igni, oder? Ja. So, Krähe 1. Oh, es ist traurig, dass wir Hilde verbannen mussten. Halt die Klappe, Mann, ich bin traurig. Leute, die Wölfe haben gar nicht angegriffen. Oh, der Waldschrat greift aber so ein bisschen an. Oder? Das war doch gerade die Wurzel von ihm. So, und der letzte Totem ist da hinten. Hallo. Zack. So, wir sollen jetzt den Geräuschen des Waldschrates folgen. Da oben? Hallo. Boah, Alter, der hat schon richtig viel Moos auf dem...
Oh, auf dem Buckel. So, mal schauen, was der jetzt für spezielle Tricks auf dem Lager hat. Wir haben ja schon mal gegen einen Waldschrat gekämpft. Aber wenn der hier so ein Ältester ist... Ah, okay, er kann schlagen. Wow. Er kann stark zuschlagen. Ja, komm her. Puh! Oh Gott! Der will mich hauen! Aber er hat keine Chance, Mann. Er hat keine Chance. Wie einfach dieses Schema hier brennt. Das sieht so geil aus. Und... So. Hey! Komm, komm, ich verbrenne dich. Ich verbrenne dich. Komm raus, Mann. Geist des Waldes kriegen wir. Favorisiert. Und natürlich die Trophäe. Zack. Hey, Plötze ist plötzlich da. Lauf, Plötze. So, armer Sven. Jetzt hat er Hilde verloren und verliert auch noch so einen Großteil des Goldes. Wobei, nee, es ist ja gesammelt von allen. Aber trotzdem. Na, es würde ihn wahrscheinlich jetzt nicht so glücklich machen. Ich glaube, der hätte es viel lieber gehabt, wenn Harald weg wäre. Statt Hilde. Oder Hilda. Hey. So, Swanny Boy. Hä? Habt ihr sie getötet? Ihr Wichser. Oder war das jetzt, weil wir den Wald... Seht euch das an! Ich sagte euch doch, dass es der Hexer schaffen würde. Was ist passiert? Du hast für uns das Biest erledigt. Wir selbst haben dessen Komplizen erledigt. Keine Sorge. Unsere Vereinbarung gilt. Du hast dir dein Gold verdient. Oh, die haben Harald gekillt. Du bist ein Mörder. Okay, weißt du was? Nee. Bauerngebrabbel. Das geht mich nichts an. Oh, weise Worte. Du bist nicht von hier, du verstehst das nicht. Was glotzt ihr denn so? Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Geht nach Hause. Und was dich betrifft, Hexer, verschwinde. Hier gibt es keine Monster mehr. Okay, jetzt ist er doch unsympathisch geworden. Schöne Quest, gut. Dann geht's im nächsten Part weiter mit. Vermisste Bergleute. Oh, das war eine der ersten Quests, die wir angenommen haben. Gut, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.